Eine Hinterlassenschaft. 1956, Berliner Ensemble. Ein Adolf-Hitler-Foto wurde gebraucht für ein Programmheft, und zwar schnell. Bei Zentralbild, der offiziellen Fotoagentur, wäre ein Adolf-Hitler-Foto nicht leicht zu haben gewesen. Ein Adolf-Hitler-Foto zu veröffentlichen unterlag der Genehmigung. Da bot Brecht an, mit einem Adolf-Hitler-Foto aus seinem Besitz auszuhelfen. Ich wurde losgeschickt, es von ihm zu holen. Der Theaterchauffeur fuhr mich nach Buko zu Brechts Landhaus. Es war ein trüber, winterlicher Vormittag, an dem es nicht hell werden wollte. Brecht erwartete mich in seinem großen Arbeitsraum. Das Foto lag da, abholbereit. Der Held der westlichen Welt. So hieß das Stück, für dessen Programmheft das Bild sein sollte. Es war keine Originalfotografie, es war eine Reproduktion. Aus einer ausländischen Zeitung geschnitten irgendwann und zusammen mit einem anderen Foto von Hitler auf eine hellblaue Seite geklebt. Die Seite war eine von vielen Fotoseiten, sie füllten zusammen eine schwarze Mappe. Nicht nur ein Foto wurde mir also anvertraut, sondern eine Mappe mit Brechts gesammelten Zeitdokumenten. Sie lag aufgeklappt auf einem kleinen Tisch. Brecht lud mich ein, mit ihm dort Platz zu nehmen. Er begann, die Mappe durchzublättern, durchzusehen, Seite für Seite, Bild für Bild. Zunächst noch weitere Seiten mit Adolf-Hitler-Fotos. Dann andere Situationen, Akteure, Erdteile. Die Mappe war ein Ertrag der Exiljahre. Brecht gab dazu keine Erklärung ab. Er sah nach, was ihn im Exil beschäftigt hatte, und ließ an seiner Seite den Schüler daran teilhaben. Brecht blätterte, schweigend. Gelegentlich deutete er wortlos auf ein bestimmtes Bild. Einmal hielt er inne. Sehen Sie sich das an, sagte er. Es war ein Foto von einem Manöver der Roten Armee. Auf der anderen Seite der hitlerische Generalstab.
Sehen Sie diese Feldherren? Und dann dies. Bauerngeneräle, stellte er fest. Herumliegende tote deutsche Soldaten. Brecht wies auf die Textzeile drunter. One in the foreground was trying to get away with a big samovar. Er übersetzte, der da versuchte zu entkommen mit einem großen Samovar. Vor kurzem erst war seine Kriegsfibel erschienen. Dokumentarische Fotos mit Epigrammen. Und jetzt war diese Mappe ein Hinweis, dass es noch anderes Dokumentarisches gab bei ihm. Eaton Boy hatte er unter ein Bild notiert. Eton College, die älteste Public School, reserviert für die Upper Class in England. Aber wieso kam er dabei auf Roosevelt zu sprechen, den USA-Präsidenten? Ein Bild von Franklin D. Roosevelt ein paar Seiten weiter. Zögling des britischen Eton College ist Roosevelt nie gewesen. Frankreich. Libération, Befreiung. Ein sonniger Tag, Volksgericht über solche, die sich mit den Deutschen eingelassen hatten. Die Aufnahme war vom Sommer 1944. Sie schließt diese Bildersammlung ab. ...82 Blätter mit ausgewählten Bildern und Bildtexten. Was er sonst alles ausgeschnitten hatte, an Fotos und Texten, ist ungezügeltes Material geblieben. Es gibt die Kriegsfibel und es gibt diese Mappe als eine Hinterlassenschaft. Auf den schwarzen Einband hatte Brecht seinen Namen geschrieben, mit einem Rotstift, kaum erkennbar. Von Hand seiner Mitarbeiterin Ruth Berlau auf dem inneren Pappdeckel. Die Mappe muss in Amerika angelegt worden sein. Im kalifornischen Exil benutzte Brecht solches Papier in hellblau und gelb und die Blätter haben kein europäisches DIN-Format. Beschädigte Bildecken. Die Fotos hatten schon mal woanders geklebt. Einzelne Fotos sind von Brecht mit Zahlen versehen worden. Laufend nummeriert, jedoch über die ganze Mappe verstreut. 17 insgesamt. Sie betreffen Adolf Hitler. Auch Mussolini. Der Weg dieser zwei Kumpane wird durch die Jahre hin verfolgt. Russland im Krieg. Eine Szenenfolge. Im Schnee die Leichen deutscher Soldaten, halb ausgezogen manche. Dazwischen zwei Szenen aus dem Warschauer Ghetto vom Jahr 39.
wie versehentlich zwischen die Bilder aus Russland geraten. Eine Bildunterschrift stellt die Ordnung her. Die Originalaufnahmen fand man bei gefallenen deutschen Soldaten. Gefangene Deutsche, von Kolchosbäuerinnen mit Mistgabeln bewacht. Aus amerikanischen Illustrierten. These lips send kisses to the US fighting men. Küsse aus der Heimat für die amerikanischen Soldaten. Schnappschüsse. Im Fleischerladen die Gesichter von Hausfrauen bei der Botschaft: Sorry, Madam, no meat. Kein Fleisch. Der Krieg und die Frauen in den USA. Um ihr Schärflein zur Verteidigung beizutragen, öffnete Mrs. Cornelius Vanderbilt vorige Woche das ehrwürdige Vanderbilt Palais für einen Militärball. Willkommen in unserer Hütte. Eine konservative Frauenliga gegen die Beteiligung der USA an der Anti-Hitler-Koalition. Und ein Fototableau von Arbeitskämpfen 1937-38 und 1941. Nach Amerika wieder Szenen vom Kriegsschauplatz Russland. Eine Kolonne gefangener Deutscher. Oktober 1940 im finnischen Exil, notiert Brecht in seinem Tagebuch. Welche Ausbeute für das Theater bieten die Fotos der faschistischen illustrierten Wochenblätter? Diese Akteure verstehen die Kunst des epischen Theaters, Vorkommnissen banaler Art den historischen Anstrich zu geben. Im Messingkauffragment findet sich ein Text, die Theatralik des Faschismus. Darin demonstriert Brecht das Auftreten Adolf Hitlers durch Auswertung einiger Zeitungsfotos. Eins davon ist in dieser Sammlung: Hitler mit Mussolini. Er liebt die Haltung des Inspizierens, stellt Brecht fest. Mussolini zeigt ihm anscheinend die Stadt. Hitler stellt den beschäftigten und geschäftigen Geschäftsreisenden dar, der zugleich der feine Kenner der Architektur ist. Übrigens auch des Umstands, dass er vermeiden muss, einen weichen Hut aufzusetzen, Sonne hin, Sonne her. Die Auswertung von zwei anderen Fotos aus der Sammlung. Die Typoskriptseite hatte Brecht zu diesen Bildern in die Mappe geheftet. Es geht um Hitler mit Hindenburg. Der Text.
Das Foto 1 zeigt Hitler bei einer Gedächtnisfeier für die Toten der Schlacht von Tannenberg. Hitlers und Hindenburgs Ausdruck markieren den Unterschied zwischen Theater und Repräsentanz. Hitler bemüht sich, Trauer zu zeigen. Die Trauer ist familiärer Natur, gezeigt für gewöhnlich in kleinbürgerlichen Kreisen bei der Beerdigung von Familienmitgliedern. Mitunter sogar bei der Beerdigung von Vorgesetzten. Starkes körperliches Unbehagen, wahrscheinlich Anspannung der Unterleibsmuskulatur. Halten des Zylinders und der Handschuhe eingelernt knapp vor der Zeremonie. Frack mit weichem Kragen. Hindenburg bringt gut zum Ausdruck, dass er schon mit allerlei Leuten gesessen hat und gewohnt ist, da Opfer zu bringen. Auf Foto 2 legt Hitler, der den Wert von Fotos kennt, in seinen Ausdruck all die Erwartung, Treue, verhaltene Drohung, deren er fähig ist. Betrachte den Handgriff. Hindenburg sieht weg, als ob er diese Ausnutzung einer Gelegenheit peinlich empfände. Zu angewandtes Theater ist der Text bezeichnet. Getippt auf einem Papier aus dem dänischen Exil. In Amerika notiert Brecht 1942 in sein Tagebuch. Für den Messingkauf wäre auszuarbeiten das Thema angewandtes Theater. Er versteht darunter die Beschreibung des einander etwas Vormachens im privaten und öffentlichen Leben. Die Rolle der Gruppierung in der sozialen Beziehung. Wo und wie sitzt der Vorgesetzte? Ergiebig, meint Brecht, könnten auch Analysen von fotografischen Aufnahmen historischer Ereignisse sein. Und er fährt fort: Es ist nämlich von größter Bedeutung, dass es für Theater angesehen wird, was die Menschen machen, wenn sie soziale Ränge usurpieren oder zugestehen und so weiter. Brechts Eintragung resultiert in der Maxime: Wenn es da Natürliches gibt, ist es änderbare Natur. Warum hatte er, Bertolt Brecht, an jenem trüben Vormittag sich die Zeit genommen und einem 22-Jährigen seine ausgeschnittenen Fotos aus dem Exil vorgeblättert? Wahrscheinlich hat ihm widerstrebt, dass der junge Assistent und Schüler lediglich für einen Botendienst zu ihm herausgekommen war nach Buko. In Erinnerung geblieben ist seine Art, diesen Bildseiten zu begegnen. Ein eigentümlicher Respekt für das Dokument. Als diese Fotografie aufgeblättert war, 1944, Frankreich, Libération, Befreiung, ein sonniger Tag,
Volksgericht über solche, die sich mit den Deutschen eingelassen hatten. Eine junge Frau, kahlgeschoren, Säugling im Arm, die Gasse johlt. Da deutete Brecht auf ein kleines Mädchen im Trubel der Gasse und sagte, was soll aus dem Kind einmal werden? Das Bild füllt die ganze letzte Seite. Auf der ersten hat Brecht ein Arrangement hinterlassen. Zwei Fotos und ein Bildtext. Das Entree für die ganze Sammlung. Heinrich Himmler, der Beamte für Massentötung in Nazi-Deutschland. Und eine Skulptur. Daneben geklebt der Text dazu. Auf dem Ashland-Friedhof sitzt ein Engel aus Stein. Eine Wanderdrossel kam und baut ihr Nest in des Engels Schoß, der nun wie ein Wächter die Eier schützte. Der Friedhofsverwalter ließ nicht zu, dass das Nest zerstört würde. Als die Eier ausgebrütet waren, wurden die jungen Vögel von einem Regen ertränkt.